zur Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball-Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen Alba Berlin. Das Spiel endete 91-85. Es waren heute 3.447 Zuschauer in der ausverkauften Sparkassenarena. Zu meiner Rechten begrüße ich Aito García-Reneses, Head Coach von Alba Berlin. Zu meiner Linken wie immer Johann Reuerkas, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Herrn Reneses um sein Statement zum Spiel. Okay. They played a very good game with also very good presentation because this they went to us because we didn't play with the same energy they had. The only thing is to congratulate them. Er sagt, dass hat mit sehr guter Energie und sein Team nicht so gut gespielt hat mit derselben Energie, wie sie es im Pokalspiel gemacht haben. Und aus diesem Grund hat Göttingen das Spiel gewonnen. Dann bitte ich Johann Reuerkas um sein Statement zum Spiel. Yeah, thank you for the congratulations, Coach. Yeah, obviously, you know, we were very bumped up, you know, without Darius and Dennis. You know, when you have to play with eight players, it's impossible to beat Alba Berlin. But it's possible when you believe in it, like my guys did from the start. And if guys have their career nights, which we some guys obviously had, and our crowd was fantastic. You know, the gym was on fire from the start, and that you need that when you're down on numbers. You know, then this team deserves that. So big congrats to all my players. Ja, vielen Dank, Johann Reuerkas. Auch das fasse ich kurz zusammen. Er sagt, ja, offensichtlich hatten wir Nachteile dadurch, dass wir ohne Darius Carter und Dennis Kramer spielen mussten. Im Prinzip haben wir nur mit 8 Spielern gespielt und dann ist es eigentlich unmöglich, ein Team wie Alba Berlin zu schlagen. Aber es ist möglich, wenn man daran glaubt und das haben die Jungs getan. Sie haben sehr gut gespielt haben. Einige Jungs hatten das Spiel ihrer Karriere. Außerdem waren die Zuschauer unfassbar laut. Sie waren haben der Mannschaft immer Energie gegeben. Und er sagt nochmal herzlichen Glückwunsch auch an seine Spieler, die das Spiel, den Sieg so verdient haben. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Ja, ein paar Worte bitte zu Joanne Krüttner. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Wenn der ein Spieler ist in meiner Mannschaft, die man das könnt, ist das Deutsch? Dann ist Joanne. Ja, der arbeitet so unglaublich hart, er ist so professionell. Er ist hier nur reingekommen wie ein Boy, jetzt ist er ein Mann. Und das hat er nur selbst gemacht, mit harter Arbeit. So, ja, wenn man 28 Minuten kann spielen und Alba Berlin kann schlagen und dann 6-6 vom Spielfeld, Chapeau. Ich habe auch gesagt, dass ich ihn von heute an adoptiere. Ich habe noch keinen Sohn und so in die Jona kicken, wie ist ideal, wie sagt man, Son-in-Law, you know, for everybody. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Johann, war dann letztlich der Nachteil, dass Kramer und Carter nicht spielen konnten, auch für euch dann ein gewisser Vorteil, weil Berlin sich ja sicherlich auf eine Center-Position eingestellt hat, dass also jeder Spieler bei dir ja auch auf anderen Positionen teilweise spielen musste und Berlin damit vielleicht nicht klargekommen ist? Das ist ein Coach, der 70-jährig ist. Der hat so viel Erfahrung. Das steht Sigma aufs Spielfeld, das steht die Dreites aufs Spielfeld, das steht Hermansson. Na gut. They will find solutions. Okay. Wir waren nur aggressiver. Ich habe die ganze Zeit nur 3 Worte gesagt. More, more, more. Das ist das Einzige, was wir müssen haben. Das haben wir das ganze Spiel gemacht. So aufgebracht in der einen Szene mit dem Kampfgericht? Sehr einfach. Da war ein technisches Foul, ja. So, dann kriegen wir einen freien Wurf in Seitlinie und dann kriegt man eine neue Shotclock, 14 Sekunden. Das hat die ganze Zeit, also die Shotclock hat angefangen von 8.
Ich habe 6-mal gesagt, wenn der Ball noch nicht rein war, Shot Clock, Shot Clock, Shot Clock, Shot Clock. Und die ganze Tafel hat da angeguckt, hat nichts gemacht. That's a shame. Dass die nicht reagieren, dass sie die Shot, das Big, wir haben dann einen schlechten Wurf. Wenn der 8 Sekunden auf die Shot Clock sind, muss ich einen anderen Inbounds Play callen. Das ist ein großer Fehler. Ich will 6 Sekunden. Ja, das ist viel, das ist ungefähr die Hälfte. Das sind kleine Sachen, die decide the game. Ich kann nicht verstehen. Davon auch vielleicht mal Entschuldigung, die Tisch. Das mag ich nicht. Gibt es weitere Fragen? Okay, das ist nicht der Fall. Wir sehen uns hier wieder am Samstag, den 3. März, erst gegen Rasta Vechta. Ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende, eine gute Heimreise, insbesondere den Gästen. Okay. Gut.